Einen recht schönen guten Tag, liebe Freunde. Ich kann sagen, heute macht mir mein Job wieder besonders viel Spaß, denn ihr seht es schon. Gerade hat es an der Tür geklingelt und was hat der Postmann dabei? Eine brandneue, frische PS4 Pro. Ich begrüße euch sehr herzlich zum offiziellen Unboxing. Ich bin ein bisschen auspackgeil und deswegen wollen wir gar keine Zeit verlieren. Ich werde dieses Baby jetzt hier live an Ort und Stelle für euch auspacken. Bevor wir ins Detail gehen, kann ich ja ganz kurz nochmal sagen, wir haben hier das 1-Terabyte-Modell. Das werdet ihr dann auch selbstständig erweitern können, wenn euch so danach ist. Und die Farbe ist Jet Black. Legen wir doch einfach mal los. Ich knicke das mal so ein bisschen, damit ihr einen etwas schöneren Einblick bekommt. Ganz oben liegt natürlich, wie immer, könnt ihr euch denken, eine Kurzanleitung. Außerdem noch hier unsere Garantien und so. Ist jetzt nicht unwichtig, deswegen legen wir das mal hier hin. Sollte man immer griffbereit haben. Aber jetzt nichts, womit man sich übermäßig lang beschäftigen muss. Viel spannender wird es schon hier auf der Seite. Ich ziehe mal diese Karton-Einheit raus. Und ich höre schon Klackern und Klickern. Hier sind also, würde ich mal sagen, einige Kabel dabei. Zum einen Stromkabel. Nützlich, wichtig, legen wir hier hin, ganz klar. Dann, was haben wir hier? Dann haben wir hier noch ein Mini-USB-Kabel, damit ladet ihr euren Controller auf. Und vielleicht auch ein kleines Detail, das ist seit der PS4 Slim auch schon so. Wenn ihr den Controller über das Kabel an der Konsole habt, dann habt ihr nahezu überhaupt gar keine Latenz mehr. Es gibt ja so ein paar Spiele, da kommt es auf jede Nano-Zehntel, Tausendstel Sekunde an. Und in solchen Fällen lohnt es sich tatsächlich dann, das Pad an der, über Kabel an der Konsole zu haben. Außerdem haben wir hier noch das Mono-Headset, auch ganz schön, legen wir hier hin. Das ist mit so das Herzstück, möchte ich fast sagen, das HDMI 2.0 Kabel. Und das braucht ihr auch unbedingt, wenn ihr 4K-Output mit der PS4 Pro haben wollt. Das ist natürlich unerlässlich. So, und hier, wie vermutet und erhofft, ein Controller. Auch hier ist seit der Slim nichts Neues dabei. Altbewährt und schön, legen wir auch hier hin. Soweit war das alles zu erwarten. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptpreis. Ich kann diesen Karton jetzt endlich auch hier mal zur Seite legen, denn hier haben wir das gute Stück endlich. Das ist die PS4 Pro. Erster Eindruck, sie wiegt ganz genau 3,3 Kilo, ist jetzt aber nicht so schwer, dass ich mir gerade einen abbreche. Ich habe sie schon direkt auf den Kopf gedreht, sehr schön. So rum gehört sie. Auch die stelle ich mal hier hin, damit wir ein schönes Stillleben haben. Ja, das ist das Baby. Was soll man sagen? Vom Design her ist natürlich das Auffälligste hier die dritte zusätzliche Stufe, das dritte Stockwerk. Was soll es repräsentieren? Natürlich die größere Power, die die PS4 Pro hat. Mehr ist es nicht, sieht dadurch aber irgendwie auch dann relativ formschön und windschnittig aus. Ansonsten, ich ziehe die mal so ein bisschen zu mir. Ist vielleicht auch noch ein kleines interessantes Detail, dass wir den Power-Knopf hier vorne haben als drückbare Sensorleiste. Hier ist der Eject-Knopf und hier sind noch zwei von insgesamt drei USB 3.1 Ports. Dann reden wir mal über die Hinterseite. Was für Anschlüsse haben wir da? Da halte ich das jetzt vielleicht einfach mal so hier hoch. Natürlich hier haben wir den Strom, das ist ganz klar, dazu muss man jetzt nichts sagen. Hier kommt der HDMI 2.0 Stecker rein, damit ihr eben 4K genießen könnt. Außerdem haben wir hier noch den AUX-Eingang für eure PlayStation-Kamera. Daneben die Rückkehr eines alten Bekannten. Der optische Audio-Ausgang, den hatte die Slim ja nicht mehr und jetzt ist er endlich wieder da. Bei der Pro ist also auch mit am Start. Außerdem haben wir hier, ich habe es gerade gesagt, insgesamt drei USB 3.1 Ports und hier ist eben der dritte auf der Rückseite eingelassen und natürlich noch ganz an der Seite eine Verbindung für euer Ethernet, wenn ihr das Baby verkabeln wollt. Oh, was ist das denn? Auf einmal liegt hier die PS4 Slim vor mir, als hätte ich das vorbereitet, um euch einen kleinen Größenvergleich zu zeigen. Aber dann nutzen wir die Gelegenheit doch. Also ganz klar natürlich, die Pro ist ein bisschen größer und wuchtiger als das Slim-Modell. Das ist zu erwarten, denn wie gesagt, da ist ja mehr Power unter der sprichwörtlich sogenannten Haube. Und diese Power braucht eben auch Platz. Ich probiere jetzt mal die Maße auswendig euch zu nennen. Die neue Pro ist 295 mm breit,
55 mm hoch und 327 mm lang. Habe ich mir gemerkt. Richtig geil. Also das vielleicht, wenn ihr irgendwie ein speziell gebasteltes Fach habt oder so, dann könnt ihr jetzt schon mal abschätzen, ob die Pro da nach wie vor reinpasst. Und um euch vielleicht auch optisch jetzt nochmal zu zeigen, inwieweit sich das alles hier so verändert hat. Aber so gigantisch ist der Unterschied jetzt tatsächlich nicht. Mir gefällt es wieder richtig gut. Also das wirklich, dieses Unboxing, das Auspacken, das ist halt irgendwie echt immer geil. Dieses Gefühl, wenn man als allererster so eine Packung aufreißt, das ist immer so mit das Allerschönste, muss ich hier sagen. So, jetzt habt ihr aber natürlich vermutlich noch ganz, ganz viele Fragen zur PS4 Pro. Keine Angst, haltet die Augen offen, auf unserem Kanal kommt da noch jede Menge. Also allein Trant und Maurice haben sich da jetzt wirklich sehr, sehr eingehend mit der PS4 Pro beschäftigt und da kommen noch einige Videos zu dem Thema. Das ist wirklich nur das erste offizielle Unboxing gewesen, wo wir mal ein bisschen diese Eindrücke auf uns wirken lassen. Das war's auch schon wieder. Ich muss das Ding jetzt mal anschließen und gleich austesten. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns bald wieder, wenn wir dieses Ding so richtig zum Rotieren bringen.